Ja, hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Mass Effect 1 Legendary Edition in Folge 21 mittlerweile. Ja, in der letzten Folge haben wir sehr viel mit Tully geredet. Die hat uns sehr gut Aufschluss gegeben über ja, ihre Historie, sagen wir mal so, über die Geschichte ihres Volks und. Könnt ihr gerne nachschauen in der letzten Folge, war echt interessant, aber ansonsten ist da nicht so viel Action passiert. Ja, und dann sind wir aber noch gesprungen. Wir sind jetzt, meine ich, im Noveria-System. Ja, genau. Und wir wollten auf Noveria landen, um Gerüchten nachzugehen, die es da gibt, weil Noveria ist aufgrund seiner Abgeschiedenheit für Experimente bekannt, die sehr gefährlich sind. Wir werden da jetzt mal landen. Dann schauen wir mal, was da auf uns wartet. Landekontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Normandy, Ihre Ankunft ist nicht geplant. Unsere Verteidigungssysteme sind aktiviert und auf Sie gerichtet. Nennen Sie uns den Grund Ihrer Ankunft. Eine Zitadellmission. Wir haben einen Spectre an Bord. Landeerlaubnis erteilt, Normandy. Bitte richten Sie sich darauf ein, dass wir nach der Landung Ihre Identifikation kontrollieren werden. Wenn diese Identifikation nicht autorisiert ist, werden wir Ihr Schiff beschlagnahmen. Sehr gastfreundlich. Hier werde ich meinen nächsten Urlaub verbringen. Der Joker, der ist ja cool drauf. Ja, die sind halt ein bisschen, ja, da kommt nicht jeder hin. Türsteuerung öffnen. Was war denn eigentlich hier nochmal? Lass uns nochmal gucken. Ah, da geht's wieder runter. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Wo ist der Joker? Ich will mit dem noch sprechen jetzt hier. Vorher. Der sitzt doch bestimmt noch da vorne. Commander, etwa noch eine Frage? Ja, untersuchen. Was können wir da machen? Schiffsstatusbericht. Wollte nur mit ihnen reden. Ich frag mal. Ich mach das mal. Ich möchte über meine Crew Bescheid wissen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich weiß schon, worum es geht. Sie haben sich über mich informiert, nicht wahr? Ich werde Ihnen das Gleiche erzählen wie dem Captain. Sie wollen mich als Piloten. Ich bin nicht gut. Ich bin auch nicht großartig. Sondern der beste verdammte Kampfpilot der Allianzflotte. Warum war ich wohl der Beste an der Flugakademie? Weil ich es mir erarbeitet habe. Woher kommen wohl die ganzen Belobigungen in meiner Akte? Weil ich sie mir alle verdient habe. Ich habe sie nicht erhalten, weil ich an dieser Krankheit leide. Etwas Ansteckendes? Nee, das fragen wir jetzt besser nicht. Wir sind ja die Gute. Wir sind ja die Shepard im weisen, erleuchteten Licht und nicht in der Dunkelheit. Was für eine Krankheit? Fragezeichen. Ich weiß gar nichts davon. Ne? Ich wollte sie nicht beleidigen. Was für eine Krankheit? Ich frag mal. Ich kann mich da jetzt gar nicht dran entsinnen. Wovon reden Sie da? Sie sind krank? Das heißt, Sie wussten gar nicht. Ach, scheiße. Okay. Ich habe das Frohlich-Syndrom. Glasknochen. Die Knochen in meinen Beinen sind nicht voll entwickelt. Im Grunde sind sie hohl. Wenn sie zu sehr belastet werden, brechen sie. Selbst mit den Krücken und Beinschienen kommt man nur mühsam voran. Ein falscher Schritt und knack. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, Commander. Geben Sie mir die Normandy und ich lasse Sie tanzen. Bitten Sie mich nur nicht aufzustehen und zu tanzen. Es sei denn, Sie stehen auf das Geräusch brechender Schienbeinknochen. Okay. Was für eine Krankheit? Das habe ich doch gerade gefragt. Untersuchen. Woher kommt Ihr Spitzname? Das fragen wir mal, komm. Warum nennen Sie alle Joker? Weil es viel kürzer als Flight Lieutenant Jeff Moreau der Allianz ist. Und außerdem bringe ich so gerne kleine Kinder zum Lachen. Ja, schon klar. Sie erinnern mich irgendwie an den Weihnachtsmann. Also gut, ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Eine meiner Flugausbilderinnen hat mich damit aufgezogen, dass ich nie lächeln würde. Also hat sie mich Joker genannt. Und dabei ist es geblieben. Okay. Ist ja witzig. Unglücklich gewesen, Fragezeichen, untersuchen. Was für eine Krankheit? Warum kann ich was für eine Krankheit nochmal fragen? Schiffstatusbericht, persönliche Vergangenheit. Ich gehe mal auf unglücklich gewesen, Fragezeichen. Warum haben Sie denn nie gelächelt? Ich habe mich voll in die Flugausbildung reingehängt, Commander. Man kommt in dieser Welt nicht voran, wenn man grinsend wie ein Idiot durch die Gegend läuft. Am Ende des Jahres war ich der beste Pilot der Akademie. Sogar besser als die Ausbilder. Und alle wussten das. Das so kränklich wirkende Bürschchen mit den dünnen Beinchen hat es allen gezeigt. Dreimal dürfen Sie raten, wer bei der Abschlussfeier am breitesten gegrinst hat.
Ja, okay, das kann ich ja jetzt hier nicht weitermachen. Woher kommt Ihr Spitzname? Das ist ja, ich habe gerade schon gefragt, was für eine Krankheit habe ich auch gefragt, das ist Blödsinn. Schiffstatusbericht mache ich jetzt nicht, persönliche Vergangenheit. Das fragen wir mal. Wie sind Sie zur Allianz gekommen? Wenn Sie die Geschichte von dem kranken Jungen, der sein Schicksal besiegt hat, hören wollen, muss ich Sie leider enttäuschen. Meine Mutter hat als Zivilberaterin in der Allianz gearbeitet. Ich wuchs quasi auf der Arcturus-Station auf. Zu dieser Zeit gründeten sie gerade die Flotten. Ich habe meine ganze Jugend auf den Schiffen der Allianz verbracht. Also war es kein Wunder, dass ich zur Akademie ging. Alles klar, der Joker, der hat's nicht leicht gehabt. Also dem wurde nichts geschenkt. Mach ich mal einen Schiffsstatusbericht nochmal. Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Sie ist das beste Schiff der Flotte. Aber sie braucht einen Piloten, der sie auch beherrscht. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit der Trimmung. Man muss sich erst einmal an den riesigen Antriebskern im Heck des Schiffes gewöhnen. Ist manchmal nicht so einfach, diese Kräfte zu handeln. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echte Probleme mit dem Schiff bekommen, Commander. Aber zum Glück bin ich ja kein gewöhnlicher Pilot. Ja, das haben wir schon mal gehört, das weiß ich, aber den Rest hatten wir noch nicht. Alles klar, das sind wir auch ein bisschen schlauer. Joker hat ganz schön gebrechliche Beine, das ist nicht gut. Die Glasknochenkrankheit. Ja, auch wieder sehen. Ich muss gehen. Bis dann. Codex XP 21, weil ich mit ihm gesprochen habe. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder einen Codex freigeschaltet. Oh Mann, und wahrscheinlich wieder sekundär. Das geht mir so auf den Zeiger. Planeten und Orte, was ist denn da jetzt wieder? Die Akter... Ah, die Station. Ich werde das jetzt wieder nicht vorlesen. Ich werde es runterscrollen. Haltet es euch an, wenn es euch interessiert. Ich überfliege das schnell für mich, weil das dauert zu lange im Let's Play und ich bin halt eben einer, der nicht so gut lesen kann wie andere. So ist es halt, ne? Deswegen bin ich immer um Gott froh, wenn die hier primäre Sachen neu kriegen. Das wird so schön vorgelesen. Das ist toll. Okay, auf geht's. Thermis. Okay, das soll es da gewesen sein jetzt hier mit der Leserei. Reicht. Zurück. Ja, was machen wir jetzt hier? Jetzt sind wir hier... Wir sind hier jetzt da gelandet, oder? Dann können wir doch aus der Normandy eigentlich rausgehen. Jetzt muss ich gerade bloß überlegen, wie mache ich das? Muss ich zu meinem Team gehen und mit dem... Fahre ich da mit dem Ding rum? Da unten? Ah, hier, der Kostbar. Nee, da brauchen wir nicht hin. Zurück, zurück, zurück. Ich muss erstmal wieder klarkommen, so ein bisschen. Hast du was dazu zu sagen noch? Ja, bitte, Commander. Nee, das hat sich erledigt. Das hat man schon. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Jawohl, Ma'am. Da gibt's nichts zu besprechen. Bin ich jetzt irgendwie prasselig? Wo ist dieser komische Fahrstuhl? Oder kann ich jetzt erst eine Mission klarschalten, wieder eine neue Tagebuch? Noveria. Nach Noveria. Machen Sie sich auf den Weg nach Noveria, um Berichte über Geht auf dieser Welt zu untersuchen. Alles klar, das haben wir ja jetzt eigentlich aktiviert. Ausrüstung, Spiel, bla bla bla, Karte, Codex. Squad, ah ja, lasst uns mal schnell schauen, wenn wir jetzt eh schon drin sind. Ah, das ist ja nur meiner. Ich dachte, ich kann jetzt hier jemanden pimpen. Das geht leider nicht. Ich weiß, da müssen wir eigentlich hin, aber jetzt will ich mal gucken, was hier noch rum ist. Der Keaton Alenko, der sitzt hier rum. Und hier können wir auch nichts weiter tun. Das ist unser Captains Bereich. Nee. Ich glaube, wir sollten jetzt mal wirklich... Da ist doch auch schon wieder was am Leuchten. Da waren wir doch schon mal dran. Ja, irgendwie, das resettet sich immer wieder. Auf Universalgel reduzieren. Die Skimitar 2, die Avenger, ein Sturmgewehr 2. Wert 4. Wert 4. Wir machen mal Universalgel. Ich glaube, das ist gar nicht so doof. Ja.
Ja, das brauchen wir immer wieder. Und mit Keaton reden brauchen wir jetzt nicht. Oder hat der vielleicht auch, weiß der was über den Joker? Brauchen Sie was, Commander? Ich warte auf Input, auf Wiedersehen, taktische Einschätzung. Ich warte auf Input. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Na, ich drücke das weg, das kennen. Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen. Das kennen wir schon. Wir haben sicher später noch Zeit für persönliche Gespräche. Ja, auf Wiedersehen. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander. Alles klar, dann gehen wir jetzt tatsächlich da runter. Wahrscheinlich renne ich wieder den falschen Weg. Nee, da ist der Fahrstuhl. Wie kann ich denn jetzt auf diesem Planeten landen? Also jetzt bin ich echt überfragt. Oder besser gesagt, wie gehe ich denn raus? Da unten, oder? Also, ja, wir sind ja schon gelandet. Wir müssen doch da rausgehen können jetzt irgendwie. Also, jetzt bin ich echt überfragt. Normandy SR1. Da ist jetzt aber der... Das gibt's doch nicht. Wie komme ich denn jetzt aus dem Schiff raus? Also, jetzt bin ich echt ein bisschen neben der Mütze. Das gibt's ja nicht. Ich kann jetzt mit den Leuten wieder quatschen hier. Die reden ja nur mit mir. Ich kann sie ausrüsten. Sag mal, Mission, Hauptmenü, Ausrüstung? Das funktioniert hier nicht. Irgendwie stelle ich mich gerade an, glaube ich. Tagebuch. Sag mal, ich habe doch Aufträge nach neuem Eintrag sortiert. Oder sortieren. Noveria. Zack. Jetzt lass mich doch diesen... Neueste, älteste, nach Name sortiert. Kann ich gerade irgendwie keinen Auftrag annehmen oder was soll das? Kann ich nur diese Aufträge machen gerade? Nee. Im Moment habe ich gerade echt voll den Hänger im Kopf. Also... Wir sind doch jetzt auf Noveria. Noveria. Da muss ich doch auch irgendwie dahin können. Zum Deck. Technik. Die Spinde vom Squad. Das sind unsere Leute hier. Der Ausrüstungsoffizier. Das bringt mir jetzt gar nichts hier. Gerade Zielort einstellen. Ja, das will ich jetzt so nicht. Das finde ich schon auch. Aber das bringt uns gar nichts, hier unten rumzudümpeln. Wie zum Geier gehe ich denn jetzt auf diesen Planeten runter? Ah, Moment. Ich muss auf den Marco gehen, glaube ich. Da fahre ich nochmal runter und dann gehe ich nochmal ran an das Ding. Ja, das tut mir leid jetzt. Aber nur so kann ich es mir erklären, dass das so funktioniert. Weil ich glaube, das geht nicht oben an der Karte. Da kann ich ja nur im System rumhüpfen. Und wenn ich an den Marco gehe, dann kann ich mir wieder ein Team zusammenstellen. Da bin ich ja natürlich wieder auf der Kampfkraft eigentlich unterwegs. Komm schon. Hallo? Nee. Commander, schön Sie zu sehen. Ja, ihr wollt alle nicht mit mir reden, das ist mir klar. Jetzt bin ich jetzt echt so bescheuert. Also auf dem Marco, mit dem Marco funktioniert das auch nicht. Ich bin echt überfordert gerade. Das gibt's ja nicht. Wie lande ich denn jetzt bitte auf diesem Kackplaneten? Das haben wir doch gemacht. Ich dachte, das Schiff ist dort. Ich muss doch aus dem scheiß Schiff rauskommen. Oh Mann, das ist echt... Sag mal. Was ist denn hier? Ja, das ist unsere Ärztin. War da aus weiter, ist glaube ich nur noch ein Lager. Ja, genau. Das bringt uns nichts. Wir können auch nur ein bisschen... Ja, warte mal. Ja, die weiß aber vielleicht was über die Glasknochenkrankheit. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Persönliche Frage. Keaton Alenko. Nee, das wissen wir alles schon. Da brauchen wir nicht weiter fragen. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Ich habe gedacht, die weiß was über den Joker, seine Glasknochen, was man da... dass man vielleicht irgendwas noch machen kann.
Aber da muss ich doch zum Pult. Da muss ich wahrscheinlich doch hier über dieses Teil gehen. Ich möchte doch aber da landen, richtig. Also aussteigen. Jetzt lass mich da hin. Ich möchte ja nicht reisen. Ich dachte, hier ist nur die Reiserei. Noveria ist ein Ja. Wir sind da gelandet. Aber wie zum Geier komme ich denn da raus? Das gibt's ja nicht. Also, Scheiße, das ist ja eine Folge. Ihr lacht euch wahrscheinlich schreckisch. Wie dumm ist der? Was macht denn der für einen Scheiß? Aber ich glaube, ich muss doch irgendwie auf diesen Scheißplaneten rausgehen können. Also, das bringt mir hier gerade nichts. Wo plane ich denn Missionen? Scheiße. Ist das hier? Karte der Galaxie öffnen? Ja, das ist da oben. Navigator Presley, das bringt mir nichts, der Navigator Presley. Verdammt. Ja, Joker, wir sind doch jetzt da gelandet. Jetzt. Commander, etwa noch eine Frage? Ah nee, das haben wir doch alles schon gemacht. Untersuchen. Schiffsstatusbericht, persönliche Vergangenheit. Wollte nur mit Ihnen reden. Nein, zurück. Das ist alles nur Gequatsche mit den Leuten. Ich muss gehen. Bis dann. Verdammter Mist, ich weiß nicht, wie ich hier aus dem Schiff komme. Ah, warte mal. Ah, oh Mann. Oh, Junge. Junge, das tut schon richtig weh. Also wir merken uns bei Joker hier vorne, können wir das Schiff verlassen. Das machen wir jetzt auch. So, wen nehmen wir denn jetzt mit? Keaton? Nee, wir nehmen auf jeden Fall die Ashley mit. Damit wir ein bisschen Kampfkraft haben. Ich würde ja gerne wieder den Urn und Rex mitnehmen, aber die Tali, die gefällt mir halt auch, ne? Da hätten wir jetzt dann Biotikstärke und Kampfstärke. Und bei der Tali wären wir natürlich technisch komplett dabei. Was machen wir? Ja, wir nehmen den Frex mit. Auf geht's, komm. Squad annehmen. Squad überprüfen. Ah ja, alles klar, das passt schon so. Annehmen. Mann, ey, hier eine halbe Innendruck Stunde. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Eine halbe Stunde. Sinnlos in der Normandie rumgerannt, weil man nicht mehr weiß, wie es funktioniert. Hier, was macht ihr? Wollt ihr uns scannen oder wie? Ja, sieht aus wie so ein kleiner Kinobereich hier. Liegende Beamer. Mann. Rex, was hältst du davon eigentlich hier? Ich hasse Kälte. Oh, scheiße. Das ist ja wieder Winter bei uns zu Hause. Ja, aber was Schönes ist, ich habe immer noch Mundgeruch. Ihr haut immer noch von mir ab. So ein Scheiß. Ah. Das ist weit genug. Wir werden kooperieren. Kann ich Ihnen helfen, Fragezeichen? Gehen Sie zur Seite. Sonst springe ich mir den Weg frei. Sollen wir erstmal. Wir werden kooperieren oder wir machen erstmal, kann ich Ihnen helfen? Stimmt was nicht, Officer? Sie sollten hoffen, dass dem nicht so ist. Ihr Eintreffen wurde nicht angekündigt. Ich brauche Ihre Papiere. Aha, seid ein bisschen skeptisch, was wir hier tun, ja? Der Rat schickt mich, Allianz Navy? Ja, nein. Also ich könnte auch die Papiere verweigern, dann müssten wir die wahrscheinlich wegknallen. Aber wie gesagt, wir sind die liebe Shepard hier, das machen wir nicht. Ich frage erstmal, wer sind Sie? Sie zuerst. Wir sind hier das Gesetz, erweisen Sie uns Respekt. Ich bin Captain Maeko Matsuo. Schutz, Abwehr, Fürsorge, Elanus. Aha. Ich bin Rang höher als Sie. Könnt ihr auch machen. Jetzt machen wir mal ganz dumm. Allianz Navy? Commander Shepard, Allianz Navy. Die nächste Navy-Patrouille ist erst in 2 Wochen dran. Sie sind weit weg von der Heimat, Commander. Sind wir das nicht alle?
Sie sollten wissen, dass Schusswaffen auf Noveria nicht gestattet sind. Sichern Sie Ihre Waffen, Sergeant Sterling. Wagen Sie es nicht. Ruhig bleiben, Leute. Ich behalte meine Waffen. Ruhig bleiben, Leute. Wir werden kooperieren. Ich mach ruhig bleiben, Leute, nochmal. Ich will keinen Kampf anfangen. Warum nicht? Captain Matsuo, halten Sie sich zurück! Wir haben Ihre Identität bestätigt. Spectre sind autorisiert, hier Waffen zu tragen, Captain. Sie können passieren, Spectre. Hoffentlich verläuft der Rest Ihres Aufenthalts ruhiger. Parasini-San wartet oben auf Sie. Benehmen Sie sich. Ja, haut ab! Verschwindet ihr mit euren Oh, da wären auch noch fliegende Geschütze gewesen. Ach du Scheiße, da hätten wir aber ganz schön vor den Sack gekriegt hier, wenn wir uns mit denen angelegt hätten. Also ich sag ja, irgendwann muss ich nochmal die dunkle Seite der Macht probieren und dann hier alles wegrotzen, was da rumläuft. Aber das machen wir jetzt nicht. So, wo können wir denn jetzt hier langlaufen? Ist das eine Tür? Nee, das ist keine Tür. Können wir auch noch was klauen? Wäre natürlich ein bisschen dumm jetzt direkt vor denen. Wahrscheinlich ist das die Tür, wo wir hin müssen. Alles klar. Oh, wie das hier aussieht, das ist so ein Wasserfall. Kann ich auch reinspringen? Nee, geht nicht. Ah, was haben wir denn hier? Da können wir auch nicht mit interagieren. Da vorne, die Tür scheint noch rot zu sein. Die ist nicht für uns vorgesehen. Noch nicht. Ich will erstmal alles anschauen hier. Links, rechts, oben, unten. Ich dachte eigentlich, wir könnten hier irgendwas machen an dem Ding. Das ist das Let's Play Setup. Ey, ich will auch so ein Ding. So halb im Schlaf. Zack, zack. Ballaballa, virtuell voll drin. Wahrscheinlich rollt das Ding auch nach vorne oder so, keine Ahnung. Ja, wir gehen mal hoch, ist ja schon gut. Wir reden mit denen. Bin mal gespannt, was die uns erzählen hier. Wer bist denn du? Ah! Ich bin Gianna Parasini, Administrator Anoles Assistentin. Wir entschuldigen uns für den Zwischenfall an der Andockbucht. Alter Schwede, ich bin voll erschrocken jetzt, weil das Ding da ja voll Alarm gemacht hat, weil ich nur mal reingelaufen bin. Was soll denn das? Mann, danke fürs Durchschleusen. Wir haben es eilig. Ja, auf sehr freundliche Weise. War ganz freundlich. Danke fürs Durchschleusen. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Gern geschehen. Ihnen sollte klar sein, dass unsere Sicherheitschefin nur ihre Arbeit gemacht hat. Zu meinen Pflichten gehört die Einweisung von Neuankömmlingen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ich hörte hier, während geht. Warum sind hier so viele Wachen? Das frag mal. Das ist ziemlich viel Sicherheit für so einen kleinen Raumhafen. Die Direktoren tun alles, was in ihrer Macht steht, um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen. Ich werde vielleicht lästig. Deswegen bin ich nicht hier. Das klingt verdächtig. Ich werde vielleicht lästig. Meine Untersuchungen dürfen nicht gestört werden. Sehen Sie sich vor, sonst begraben die Direktoren Sie unter Anklagen. Dann werden Sie einen Asari-Anwalt brauchen. Ich hörte, hier werden geht. Ist hier vor kurzem etwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Ungewöhnliches? Eine Asari-Matriarchin kam vor einigen Tagen vorbei. Lady Benesia. Sarens Stellvertreterin. Ist sie hier? Sie ist weg? Fragezeichen. Sie ist eine tote Frau. Oh, nee. Ich muss mit ihr reden. Kann ich mit ihr reden? Benesia reiste vor einigen Tagen zum Komplex auf Gipfel 15. Soweit ich weiß, ist sie immer noch dort. Ich brauche die Koordinaten. Dann muss ich dahin. Ich brauche ihre Hilfe. Ich brauche ihre Koordinaten. Mal gucken, was sie dann sagt. Können Sie mir sagen, wie ich dahin komme? Sie brauchen Administrator Anoleis Freigabe, um den Raumhafen verlassen zu können. Na toll. Wo ist Anole? Warum sind hier so viele Wachen, haben schon gefragt. Wo ist Anole? Wo finde ich den Administrator? Sein Büro ist auf der Hauptebene. Oben, links, neben dem Fahrstuhl. Ja, alles klar. Dann war's das erstmal mit uns hier, Rote Lady. Auf Wiedersehen. Verstanden. Können wir jetzt reingehen? Natürlich. Kommen Sie zu mir ins Büro des Administrators, wenn Sie Hilfe brauchen. So, jetzt bin ich da einfach reingelaufen und dann hat's dö gemacht. Ich wollte eigentlich mal fragen, wer das ist. Oh, wenn's... Mensch! Ashley, renn mir nicht vom Wanst. Ach, mit dir können wir gar nicht reden. Was soll denn das? Wer seid denn ihr hier? Ihr steht auch... Mit euch kann ich auch nichts machen. Warum? Ich kann mit denen gar nicht sprechen. Naja, dann, wo sind die jetzt hingeschlappt? Da hinten runter, oder? Sag mal,
Ich will doch nur was gucken. Du bist ganz schön, du bist schon ein bisschen nervös da oben, du fliegende Knarre. Hey, fliegende Gewehre. Ich gehe kaputt. Hier ist was los. Naja, dann wahrscheinlich sollen wir jetzt hier hin. Gucken wir auf die Map. Zack, zack, zack. Wir sind individuell. Ach so, den brauche ich ja gar nicht. Geh weg. Ich stehe trotzdem individuell. Da geht's zur Normandie, da will ich ja nicht hin. Ja, wir müssen zum Fahrstuhl, zur Plaza. Na dann. Es kommt bestimmt wieder toll immer Fahrschulmusik, wenn wir hier losfahren. Das ist immer richtig witzig hier beim Mass Effect. Willkommen im Hanshan-Raumhafen, dem angesehensten Ort der Galaxis für unabhängige wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Privatsphäre anderer zu schützen, haben Sie allen Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Wenn Sie noch Fragen oder Bedenken haben, so stehen Ihnen unsere freundlichen Verwaltungsangestellten jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank und einen angenehmen Aufenthalt. Ashley, was sagst du dazu? Wofür gibt es hier so viele Fenster, wenn man da draußen doch nur Schnee sieht? Rex? Diese Leute lachen dir ins Gesicht und rammen dir gleichzeitig ein Messer in den Rücken. Ja, das ist ja, Verwaltung, was erwartet ihr? Das ist so. Die, ja. Schauspieler hoch 10, was ist mit euch hier? Die Geschäftsfrau sprechen? Oh nein, ich habe schon wieder Angst, wenn ich die jetzt anquatsche, nächste Mission. Die Manager haben uns vor ihnen gewarnt. Ja, du bist aber auch freundlich. Fass es nicht. Ah, das ist doch hier so ein Prediger da. Kann man mit dem quatschen? Der Opold, ein Händler. Diese Person grüßt Sie. Sie sind der Spectre, der den Hanshan-Raumhafen besucht. Ja, ich will einkaufen. Ich kann bei dir was kaufen. Echt jetzt? Sie haben's schon gehört? Fragezeichen. Na, die wissen doch immer alles vorher. Die sind doch so Spektralwesen. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. In der Tat, werter Spectre, Ihre Ankunft hat bei den Firmen hier nicht für Freude gesorgt. Diese Person trägt eine Last, die Sie erleichtern könnten. Wenn wir uns einigen, würde dieser Sie auch entschädigen. Was für eine Last? Diese Person hat für einen Kunden einen besonderen Gegenstand besorgt, der auf der Station allerdings verboten ist. Aber Sie könnten ihn durch den Zoll bringen. Der möchte, dass ich für den was schmuggeln? Ist der irre? Ich soll also schmuggeln? Auf Wiedersehen. Ich will einkaufen. Lass mich mal gucken, was du hast. Ich soll also schmuggeln, wir machen das mal. Sie wollen meinen Status für einen Schmuggel ausnutzen. Das ist nicht inkorrekt. Das ist nicht inkorrekt? Nein, das klingt nicht gut. Auf Wiedersehen, ich tue es. Ich will einkaufen. Nein, das klingt nicht gut. Oh, das ist eine Entweder-Oder-Kiste. Ich kann das jetzt machen. Kann böse auf die Schnauze fallen. Wahrscheinlich ist das hier wieder der schwarze Böseweg. Und das der gute. Oder vielleicht aber auch genau umgedreht. Nein, wir sind rechtschaffend. Wir machen das nicht. Ich soll das Gesetz aufrechterhalten, nicht brechen. Diese Person versteht. Das Angebot bleibt bestehen. Dieser kann wirklich Hilfe gebrauchen. Alles klar. Was war das für ein Job? Auf Wiedersehen. Ich will einkaufen. Dann fragen wir mal, was er denn wollte. Erzählen Sie mir nochmal von dem Job. Diese Person hat für einen Kunden einen besonderen Gegenstand besorgt, der auf der Station allerdings verboten ist. Ah, das kennen wir doch schon. Aber Sie könnten ihn durch den Zoll bringen. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das bleibt ja bestehen, sagt er. Ich will einkaufen. Vielleicht später. Jetzt brauche ich Vorräte. Natürlich. Verzeihung, falls diese Person Sie belästigt haben sollte. Jetzt können wir hier... Standardobjekte anzeichnen, dann Upgrades anzeichnen und nichtmenschliche Panzerung anzeichnen. Was lassen wir uns denn anzeichnen? Anzeigen, ich weiß. Ja, ich würde sagen, wir machen mal Upgrades. Waffenkühlkörper. Kostet 3000. Boah, das sind alles Preise, Leute. Wir brauchen echt mehr Geld. So können wir natürlich gehärtetes Gewebe, Rüstungsupgrade. Können wir was verkaufen? Den Schockabsorber, was kriegt man denn dafür? Schon nicht das, was wir kriegen. Wert 10, das ist ja fast nichts. Die Benji, das Sturmgewehr, verkaufen wir. Das Giftsiegel, das behalten wir mal noch.
Granaten-Upgrade würde ich auch noch behalten, 2. Und den Schockabsorber 1, komm, hauen wir jetzt auch weg. Annehmen. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld. Was können wir denn noch kaufen? Absorbiert und leitet die Hitze ab, die normalerweise beim Abfeuern einer Waffe entsteht. Hitze, Absorption 14%. So, was ist bei dir? Du hast mehr Durchschlag, ne? Großkaliberlauf, Waffen-Upgrade, aber für was? Ist egal, welche Waffe wahrscheinlich. Feuert größere Geschosse ab und erzielt so mehr Schaden. Allerdings wird die Feuerrate reduziert und die Waffe überhitzt schneller. Plus 14 Schaden, minus 20... das ist aber hart. Das könnte man vielleicht beim Scharfschützengewehr noch draufknallen. Ich weiß nicht. Es sind so viele Malose dabei. Das gehärtete Gewebe, eingeschränkt, kostet 3400. Ich weiß nicht, ob wir sowas kaufen sollen. Verfluchter Mist. Wir lassen das mal. Oh. Stell ihn mal zur Rede, Frax. Haben Sie über die Bitte von dieser Person nachgedacht? Nein, haben wir nicht. Ich tue es. Nein, ich will was kaufen. Vielleicht später. Jetzt brauche ich Vorräte. Natürlich. Verzeihung, falls diese Person Sie belästigt hat. Hat er nicht. Alles gut. So, was haben wir hier? Nichtmenschliche Panzerung und Standardobjekte anzeigen. Mal gucken, was er da hat. Pistole, Eagle 3, das sind die ganz normalen Standardkisten. Die dürfen aber auch eigentlich dann nicht so teuer sein. Die Eagle 3, oh ja, leck mich doch, hey. Einzigartiger Gegenstand, Granaten-Upgrade 2, das haben wir ja auch schon. Hat er irgendwelche Dinger? Was kostet das Ding? Nee, das machen wir nicht. Alles klar, raus hier. Weiter in der Mission, jetzt haben wir mit ihm auf jeden Fall gesprochen und er hat ein unmoralisches Angebot für uns, das haben wir jetzt auch gelernt. Die Frage ist, wo sollten wir jetzt hin? Oh. Ich bin im Dienst, Spectre. Ich sollte nicht mit Ihnen reden. Ihr seid alle sehr freundlich. Ja, hier ist auch nur so ein Computerraum wieder. Ah, was ist denn hier hinten? Ah, sind wir schon richtig? Jetzt sind wir doch bei der Dame, oder? Die Dame in Rot. Ja, wichtige Person. Das scheint halt hier richtig zu sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Haben wir jetzt noch... Oh, da gab es ja noch richtig viel hier anzugucken eigentlich. Die Garage? Ah, Heidenei, Heidenei. Hier ist richtig was los. Hier in der Plaza nicht so. Was bist denn du? Du warst das Geschäft von dem Uphold. Nein! Sie sind jetzt da drauf gegangen? Ah, weil ich ihn angesprochen habe. Nach Gipfel 15, die Matriarchin Benesia, ja, die verbündet. Das hat er erzählt, ist nach Gipfel 15 gegangen, bla bla. Wir quatschen jetzt an. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, wo ist an? Das haben wir doch schon gesagt. Ich möchte mit Anolees reden. Einen Moment bitte. Mr. Anolees? Ja, was? Commander Shepard möchte Sie sehen, Sir. Gut, okay, kommen Sie rein. Na, alles klar. Du bist also Anolees? Ey, überall habt ihr hier fliegende Knarren. Ihr wollt mich doch verarschen. Es gibt natürlich nirgendwo was mitzunehmen. Oh, ich bin schon wieder total verseucht, weil ich Starfield gespielt habe. Ich will alles klauen, was geht. Aber hier können wir was rausholen, glaube ich. Hä? Verdammt, das geht auch nicht. Dann wird man wahrscheinlich auch direkt auf den Sack kriegen von dem Geschütz. Okay, wir sprechen mit dem, aber ein bisschen gebührenden Abstand, bitte. Sag mal, was machst du denn, Shepard? Christina! Sie werden verzeihen, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Weltraumvagabunden zu unterhalten. Ey, das ist schon ganz schöner... Arr, hätte ich jetzt gesagt. Ich bin ein Spektre, kann ich sagen. Ein Spektre. Ich fasse mich kurz. Vagabunden, es geht wohl los. Ich glaube, das mache ich jetzt wirklich gleich. Sie haben meine Akte gelesen? Offenbar haben Sie meine Dienstakte gelesen. Nur ein Narr lässt sich auf Verhandlungen ein, ohne den Geschäftspartner zu kennen. Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. Ja, nicht etwas so riskant. Ich bin auf einer Mission. Ich suche jemanden. Sie sehen mich als Bedrohung?
Könnte man ja eigentlich vielleicht mal machen. Komm. Und ich repräsentiere das galaktische Gesetz. Nur damit wir einander verstehen. Ich lasse nicht zu, dass Sie einen unserer Klienten belästigen. Diese Welt ist Privatbesitz. Jetzt kann ich den anscheißen. Obhold bat mich zu schmuggeln. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Nee, ich glaube nicht. Das will ich nicht unbedingt machen. Ich gehe erstmal auf Saren ein. Machen Sie Geschäfte mit Saren? Agent Saren, einer Ihrer Spectre-Kameraden? Er ist einer der Hauptinvestoren von Binhex, einer Grundfeste von Noveria. Aha. Entwickelt ihr hier Waffen? Auf Wiedersehen, untersuchen. Nein, wir machen mal weiter. Matriarchin Benesia. Ich hörte, dass eine Asari-Matriarchin hier sei. Benesia? Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Frachtgut. Jetzt ist sie auf Gipfel 15. Aha, was für Frachtgut. Definieren Sie Eskorte. Ich muss sie sehen. Warum ist sie hier? Auf Wiedersehen, Themawechsel. Ich frag mal, was für ein Frachtgut. Was können Sie mir über Ihr Frachtgut erzählen? Groß, schwer und versiegelt. Es hat den Waffenscanner passiert. Alles andere geht uns nichts an. Aha. Definieren Sie Eskorte? Was meinen Sie mit Eskorte? Das versteht sich doch von selbst. Leibwächter, die ihre Person schützen. Hauptsächlich Asari-Soldaten. Sie lassen Asari herumlaufen, die sie mit ihrem Gehirn töten können, und verweigern uns Waffen? Sie haben alle Bestimmungen beachtet. Ich hatte keinen Grund, Lady Benesia zu verbieten, sie mitzunehmen. Okay. Ich muss sie sehen und dann frage ich mal, warum ist sie hier? Was hat sie hierher geführt? Wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Sie kam als Agent Sarens Vollstreckerin hierher. Sie ist im Auftrag von Binhex hier. Es gab Probleme auf Gipfel 15, um die sich Saren kümmern muss. Aha, Probleme auf Gipfel 15, da soll man ja auch hin. Auf Wiedersehen, Themawechsel, ich muss sie sehen. Moment, auf Wiedersehen, nee, Themawechsel, was ist das? Ich mach mal, ich muss sie sehen. Ich muss sie sofort sehen. Das geht leider nicht. Gipfel 15 ist eine private Einrichtung in den Skadi-Bergen. Außerdem tobt dort gerade ein Schneesturm. Die Shuttles können nicht fliegen und alle Wege sind unpassierbar. Aha, das ist aber scheiße. Dann müssen wir mal vielleicht auf den Themawechsel gehen. Zurück zu meinen anderen Fragen. Jede Minute meiner Zeit, die Sie verschwenden, kostet die Firma 12 Credits. Meine Buchführung ist auf Zack. So ein Spinner, Alter. Der geht mir so auf den Zeiger, der Typ. Auf Wiedersehen. Ich könnte aber untersuchen. Scheiße, Saren, Benesia. Das haben wir ja beides gemacht. Upold bat mich zu schmuggeln. Ich will den ungern anscheißen. Das machen wir jetzt nicht. Ich habe momentan keine weiteren Fragen. Gut. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Ah, den kriegen wir schon. Dich kriegen wir. Dein Arr steht auf meiner Liste, Freund. Ja, so, wir haben Tagebucheintrag bekommen, 9. Wir schauen mal, was da jetzt kam. Codex wieder, das ist ja wieder klar. Ein Stolperstein. Annolé hat sich von ihren Legitimationen nicht beeindrucken lassen. Sie müssen einen anderen Weg finden, um den Hansan-Raumhafen zu verlassen. Okay, jetzt ist die Frage. Sollen wir schmuggeln für den und das machen oder sollen wir einen anscheißen? Wir gucken mal in den Codex, was da neu gab. Primär, aber das ist schön, nicht Ratsvölker. Hat sich was erledigt, das wird wieder vorgelesen. Und das werden wir auch noch angucken. Das nicht. Und danach die Folge beenden hier. Als die Menschen, auch die Hanar, sind ein Zitadellvolk. Und zudem für ihre ausgeprägte Höflichkeit bekannt. Sie pflegen eine penibel präzise Sprachführung und empfinden unangemessene Sprache als Beleidigung. Bevor Hanar mit Vertretern anderer Völker Kontakt aufnehmen, unterziehen sie sich einer speziellen Schulung, damit sie es verlernen, für sie unangemessene Sprache als Beleidigung zu empfinden. Mit ihrem Kontaktnamen stellen sie sich Unbekannten vor. Der Gebrauch des Seelennamens ist engen Freunden und Verwandten vorbehalten. Hanar sprechen von sich selbst niemals in der ersten Person, wenn sie sich mit jemandem unterhalten, der sie nur mit dem Kontaktnamen kennt. Dies wird von ihnen als geltungsbedürftig erachtet. Stattdessen sprechen sie von sich selbst als diese Person oder einfach dieser. Ihre Heimatwelt, Kajay, ist zu 90% von Ozeanen bedeckt und umrundet einen energiespendenden weißen Zwergstern. Dadurch ist der Planet immerzu von einer Wolkendecke bedeckt.
Aufgrund der proteanischen Ruinen auf Kajay verehren viele Hanar die Proteaner. Die Hanar glauben, dass dieses Urvolk ihnen die Sprache geschenkt und damit den Grundstein für ihre Zivilisation gelegt habe. Ja, so ganz verkehrt sind die nicht, glaube ich, die Hanar. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde sogar in der nächsten Folge für den Schmuggeln. Das Schmuggeln auswählen. Ja, okay. Wir speichern das Spiel jetzt ab hier. Neuen Spielstand. Wir speichern. Spielstand 35 mittlerweile. Meine Fresse. Und mit einem Blick hier auf den Typ, der auf meiner Liste steht. Freundchen, dich kriege ich ran. Dich kriege ich wirklich dran. Als Selbstständiger hatte ich früher hier viel zu tun. Die Karriereleiter klettert man am schnellsten hoch, wenn man den Kerl über sich eliminiert. Ja, Rex. Steingärten und Wasserfälle. Sehr zen-mäßig. Ja, alles klar. Aber hier raus. Gehen wir noch. Komm, zack, zack, zack. Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Das sehe ich. Was schlagen Sie vor? Unterschätzen Sie mich nicht. Ich mach mal, das sehe ich. Sieht ganz danach aus. Ich brauche eine Alternative. Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anoulis. Aha, da haben wir doch schon eine Helferin. Da muss ich vielleicht doch nicht schmuggeln. Man kann das erstmal offen lassen. Untersuchen. Der Lorik Keen Firmen. Oh mein Gott. Scheiße, verdammt. Das ist doch ein bisschen länger. Laboranlagen. Das war wieder, ich bin da rausgelaufen, hätte ich nicht machen sollen. Verdammter Mist. Wenn ich jetzt auf zurückgehe, auf Wiedersehen. Wir reden später weiter. In Ordnung. Tagebucheintrag, ich glaube, wir können die nochmal anquatschen in der nächsten Folge. Also, dann hören wir jetzt hier auf. Ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo. Ich bin raus, wie immer auf meinem Kanal. Tschö mit Ö. Guck nicht so böse, rote Frau. Meine Fresse, die zieht ein Gesicht.